Herr Redner Dr. Roy Kühne für CDU-CSU-Fraktion. Hallo, Herr Kühne. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Minister Gröhe, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich denke, für Sie ist das Thema heute ganz besonders wichtig, denn es geht auch um Sie und es geht um Ihre Zukunft hier. Ich glaube, die Hebammen und Entbindungspfleger in Deutschland leisten eine hervorragende Arbeit. Und ich glaube, diese Arbeit wird doch überhaupt nicht infrage gestellt. Ihre Zuwendung und Ihre Leistungen in der Vorsorge und in der Wochenbettbetreuung sind für schwangere und junge Eltern von wichtiger Bedeutung. Die Geburtshilfe der freiberuflichen Hebammen ermöglicht vielen Schwangeren die freie Wahl ihres Entbindungsortes. Das ist wichtig. Dies gilt aber nicht nur für Hausgeburten oder der Entbindung in einem Geburtshaus, sondern auch die Betreuung durch sogenannte Beleghebammen in Krankenhäusern selber. Das Betreuungsangebot der Hebammen trägt in einem erheblichen Maße dazu bei, dass Schwangerschaften einen positiven Verlauf haben. Und ich glaube, das ist uns allen wichtig. Darüber hinaus bietet es werdenden Müttern und Vätern Zeit und Raum, sich mit der Problematik zu beschäftigen, in Kursen zu erlernen, wie sie mit welchen Aktionen, Reaktionen zu rechnen haben. Sie können sich damit theoretisch auseinandersetzen und sich auf die Aufgabe als Eltern ausreichend vorzubereiten. Ängste der Frauen vor der Geburtssituation können in ruhiger, eventuell häuslicher Atmosphäre ausreichend besprochen werden und durch das Erlernen von geburtserleichternden Techniken eventuell sogar abgebaut werden. In der Wochenbettbetreuung, das heißt die Zeit nach der Geburt, können aufkommende Probleme im neuen Familienalltag, die durchaus ja auch Stress bedeuten können, in einem direkten 1:1-Verhältnis gewährleistet werden und gelöst werden. Viele von Ihnen können sich vielleicht sogar noch an die Zeit erinnern, wo Sie als junge Eltern sich nach der Geburt befanden. Manchmal sind diese Zeiten geprägt durch Angst, Angst vor Überforderung, mit der Aufgabe Kind klarzukommen oder für kleine Aufgaben, die im alltäglichen Leben sind, keine Lösung zu finden. Ich glaube, viele junge Eltern wissen, was ich damit meine. Auch meine Frau und ich waren vor, während und nach der Geburt unserer Kinder froh, eine Hebamme an unserer Seite zu haben. Aber dennoch, Frau Wöhlert, sage ich mal ganz offen, ich bin ganz klar gegen Polemik bei diesem Thema. Ich bin ganz klar gegen gefühlsduselige Petitionen. Und ich glaube, das ist auch nicht im Interesse der Patienten und im Interesse der Hebammen. Ich glaube, die Hebammen haben Sachlichkeit verdient. Herr Lauterbach und Herr Minister Gröhe haben es angesprochen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, die Regierungskoalition weiß um die Wichtigkeit und die Leistung der Hebammen. Das bestreitet niemand. Und es ist durchaus klar, dass wir mit den Hebammen flächendeckende Angebote für junge Familien leisten wollen und müssen. Deshalb ist ja auch im Koalitionsvertrag ganz klar festgeschrieben, die Versorgung mit Geburtshilfe sicherzustellen, sowie für eine angemessene, da stimme ich Ihnen völlig zu, angemessene Vergütung zu sorgen. Herr Minister Gröhe und viele Mitglieder der Regierungskoalition haben in den letzten Tagen viele, viele konstruktive Gespräche mit den Hebammen geführt. Und ich glaube, da ist viel, viel Klarheit aufgekommen, worin die Brisanz des Themas liegt. Die aktuelle Situation der Hebammen in Deutschland ist natürlich von dem Problem haftlich stark geprägt. Und das darf auch nicht negiert werden. Dazu gibt es viele, viele Diskussionen. Eine kostendeckende und auskömmliche Tätigkeit ist zugegebenermaßen momentan schwer möglich. Aber man muss ja auch sagen, dass in Anbetracht dieser Tatsache bereits Veränderungen der Vergütungsstrukturen stattfanden. Das von der schwarz-gelben Koalition 2012 verabschiedete GKV-Versorgungsstrukturgesetz beinhaltet die Änderung positiv. In Absatz 1, Satz 3 werden die Kostensteigerungen für die freiberuflichen Hebammen berücksichtigt. Wurde auch ganz mehrmals gesagt. Darunter fallen ja auch die steigenden Haftpflichtversicherungen, die Prämien. Und das GKV-System beteiligt sich ja auch an diesen Kosten. In den letzten Jahren ergaben sich daraus Vergütungssteigerungen im zweistelligen Bereich. Zudem wird aktuell momentan pro Hausgeburt ein Ausgleich von 200 Euro für die steigenden Versicherungsprämien gezahlt. Nichtsdestotrotz ist derzeit die Lage der Hebammen in Deutschland stark zu diskutieren. Und das tun wir hier auch.
Aus diesem Grund gab es intensive Gespräche innerhalb der interministeriellen Arbeitsgruppe, auch mit allen beteiligten Gruppen, die wirklich daran herzlich beteiligt sind. Diese gingen über die Haftpflichtproblematik hinaus, und es wurde auch schon angesprochen, und tangierten ebenfalls Themen wie Ausbildung, Weiterbildung von Hebammen und natürlich die Qualität und die Qualitätssicherung in der Geburtshilfe. Und ich glaube, meine Damen und Herren, darüber sind wir uns über alles im Gesundheitsbereich einig. Qualität der Versorgung hat im Gesundheitswesen höchste Priorität. Das müssen wir uns als Bundesregierung den werdenden Müttern und Vätern wie auch immer wieder sagen. Wenn wir aber über Qualität und Qualitätssicherung reden, brauchen wir Daten. Und da fordere ich wiederum alle beteiligten Seiten auf, diese zügig zu verbessern. Wir brauchen Datenlagen, damit die Argumentationsgrundlage geschaffen ist für Diskussionen in der Zukunft. Ich möchte eine Diskussion aufgrund von Fakten führen. Wie Herr Minister Grühe es bereits angesprochen hat, wird der erste Bericht der Arbeitsgruppe im Verlauf des Aprils erwartet. Hier erwarte ich durch die Arbeitsgruppe ganz konkrete Vorschläge. Und ich glaube, darauf die werden wir auch bekommen. Ausgehend von dieser Grundlage müssen dann weitergehende Diskussionen geführt werden. Und ich betone es auch ganz, ganz ernsthaft im Interesse gerade der Hebammen. Wir brauchen zeitnah, und ich betone es auch in Ihrem Interesse, ganz deutliche zeitnahe Umsetzung von konkreten Maßnahmen, damit den Hebammen in Deutschland ein ganz klares Signal geleistet wird. Meine Damen und Herren, ich bin mir sicher, dass in diesem Haus Einigkeit bei diesem Thema zu zwei Punkten herrscht. Erstmal, die ambulante Versorgung durch Hebammen in Deutschland soll flächendeckend erhalten werden. Zweitens, das ist für mich auch als Vater total wichtig und auch für die Damen und Herren, die da oben sitzen, es geht um die Gesundheit von Mutter und Kind. Und das sollten wir bei dieser ganzen Diskussion nicht vergessen. Auch die Koalition weiß um die Dringlichkeit dieser Maßnahmen. Und deshalb müssen diese Maßnahmen erst recht rechtlich abgesichert sein und nachhaltig sein. Keinem ist mit einem überhasteten Antrag geholfen, der fordert, diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe mit Schnellschüssen abzuhandeln. Wir brauchen harte Fakten. Warten Sie also bitte den Bericht der Arbeitsgruppe ab, damit wir tragfähige, langfristige Lösungen haben im Interesse von werdenden jungen Müttern und Vätern. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Kühne.